Hallo Leute, es ist wieder soweit, eine neue Runde EU4 mit unseren schönen Schottland. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir jetzt das letzte Mal. Müssen wir mal gucken, wie es hier mit den Nationalisten ausschaut. Englische Nationalisten haben wir. Wieso das denn? Bedienung, religiöse Einheit. Intoleranz. Ja, wir haben leider noch das religiöse Chaos. Das ist natürlich ein Problem. Das läuft soweit. Genau, die wollte ich noch angreifen. Da unten. Das Zeug bald fertig. Gut. Dann starten wir mal hier oben, würde ich sagen. So, Pause. Direkt mal angreifen. Die Abenaki noch Verbündete? Nee, ne? Huron, okay, gut. Das sind die hier. Das bringt mir aber nichts. Was ist das für ein Gebiet? Na, ist nach Kanada. Gut. Dann könnte ich ja eigentlich hier noch einen hinschicken. Könnte ich den hier oben abziehen. Das machen wir mal. Abrufen. So. Dann schicken wir den nämlich hier oben hin. Dahin. Dann kriegt man eine Verbindung her. Dann kommen noch die Huronen. Für nur was gut, ja, Huronen. Das wäre eine Idee. Oh. Die holen sich das, was eigentlich gar nicht mit denen hier Gebiet ist. Interessant. Ansprüche haben wir ja keine, ne? Müssen wir mal markieren vielleicht. Vielleicht machen sie ja mal welche. So. Gehen wir noch hier alles. So. Ah. Oh. Weil wir die gleichen Interesse teilen. Okay, okay, okay. Ich mach's wieder weg. Das will ich nicht. Dann lassen wir das. So. Okay, so kann man es lassen. So mit Geldern verbessern. Ja, machen wir das mal so. Jetzt greifen wir aber an. Wir warten noch kurz, bis der Ding jetzt da ist vielleicht. Oh. Zu früh. Na toll. Muss ich erstmal die Dinge ins Blätten. Na toll. Muss ich wieder runtersegeln. Englische Nationalisten. Das finde ich nicht gut. Gegen die müssen wir dann auch noch was unternehmen. Müssen wir mal rübersegeln eigentlich.
Wieso laufen die jetzt hier runter? Was soll der Blödsinn? Doch viel zu umständlich. Mann, Mann, Mann. Adel verliert ein Plus. Apropos Adel. Schaut's hier aus. 16-2 habe ich da schon. Nee. April. Na, warte ich noch bis April, dann machen wir alles zusammen. So, ja, das ist natürlich sehr doof wieder. Danke. So. Englische Nationalisten kommen auch gleich. Das ist nicht schön. Jetzt nicht Katra. Kann man sie irgendwie ausblenden? Nee. So. Dann wieder zurück. Und noch mehr Nationalisten? Dänische. Ja, den ist okay. Die können gerne kommen. Müssen die natürlich zuerst kommen? Ah. Nervig. Den Rebellen. Ja, ich brauche die Schiffe. Was? Achso. Machen wir mal so. Wie hat Dänemark den Krieg erklärt? Okay. Phase Krieg erklärt. Danke. Gucken, wie lange das Schiff braucht. Ach, da fällt mir gerade was ein. Wir können mal. Drei Schiffe. Losschicken. Und zwar die Welt zu erkunden. Nordostpazifik. Und das sind sie da drüben. Ach so, hier oben war gar keine. Okay. Und jetzt mal langsam das Schiff kommen. Danke. Machen wir erstmal schnell das da drüben. So. Entledigen wir uns erstmal der. Oh, Stabilität gratis. Sehr geil. Ah, das ist echt teuer. Nee, das lassen wir dann. Globaler Handel. Wo? Valencia. Sehr schön. Uniwachstum, auch sehr schön. Nehme ich gern. Hm.
Wie lange dauert das noch? Warte mal, wo war das? Da, 121 Monate. Man könnte noch ein bisschen konvertieren. Ich verdiene zu wenig Geld. Gut. Passe, passe. Blöde Bellen. Komm mal hier rüber. Ein Kardinalsminister. Toleranz Rediger minus 2. Nimm mal das Prestige. Ist, glaube ich, gescheiter. Ah, sehr gut. Selbsterhaltend. Hier unten wäre auch mal eine Kolonie nicht schlecht. Wo habe ich denn die andere gemacht? Da, ne? Genau. Hier oben war eine. Genau, wollen wir hier den Krieg erklären? Ah, Huron kommt nicht mit. Habe ich keinen Haken reingemacht? Doch schon, ne? Ach, doch jetzt. Okay. Passt. Kommen wir danach hin? Schauen wir mal. Nee. So, wie schaut's denn hier aus? Genau, da muss man da mal reinlaufen. Einer dahin, einer dahin. Hier, dahin. Gut, das ist mit den Rebellen auch mal erledigt. Hier oben. Gehen wir mal da rein. Jetzt haben die hier echt eine Kolonie. Die wollen bestimmt die Irokesen oder so angreifen, habe ich das Gefühl. So würde ich es zumindest machen. Ist das noch keine Kolonie? 1, 2, 3, 4, 5. Doch, sollte eigentlich eine sein. Ja. Ah, jetzt. Okay, Schottisch-Mexiko. Sehr schön. Was sieht denn hier aus? Ich glaube, ich nehme mal die Steuern ab. Das wäre ganz praktisch. So. Sehr schön. Dann sammeln wir uns einmal. Wunderbar. So, 1848. Da könnten wir hier dann auch noch mal irgendwann aufrüsten. Das wäre ganz gut. Können die mal trainieren. Der zum Hafen, okay. So, ist die Frage, soll man schon was konvertieren oder nicht?
komm, Fall. Okay. Mit denen sind wir noch im Krieg, mit denen da unten. Na. Geht der mal dahin und der dahin. In die Ragara-Fälle. Abberufen. Oh, 60. Spionage-Netzwerk bei Frankreich. Da sollten wir auf jeden Fall einen Anspruch machen. Machen wir da ein und da ein. Das ist gut. 35. Ich glaube, die haben nicht so viel Armee hier. Das könnte uns zum Vorteil genügen. Müssen wir mal gucken. Hier würde ich noch ein bisschen rein investieren. So. Das nehme ich schon voll. Preußen dauert noch ein bisschen. Sehr schön. Wie schaut es denn eigentlich mit der aggressiven Expansion in der Ecke aus? 30, 16. 13, 16. Oh, passt eigentlich. Finde ich gut. Böhmen, Portugal, Geldern. Die haben blöde Verbündete auf jeden Fall. Sollte man bei Kassieren die Beziehung verbessern. Also langsam mögen die uns nicht mehr. Das finde ich nicht gut. Können wir die zusammenziehen? Können wir die Huronen rausnehmen? Nicht ganz. Da müssen wir erst die Armee vernichten. Ich glaube, das machen die selber, ne? Dann ziehen wir uns mal zurück. Wurden echt exiliert, die Schweine. Das ist okay. Er will Frieden. Huron will Frieden. Kommt auch, kommt auch. Nee. Ah. Wir sind mal ganz schnell da hoch. Ich erwisch dich. Du musst doch verarschen. Ich hasse es. Mann, Mann, Mann. Mal weiter Anspruch machen, danke. Ja, erkunde mal. Ja, gut, dass ich gerade da war. Da fällt mir gerade was ein. Wenn wir schon mal hier sind. So, die werden vernichtet, Gott sei Dank. Der haut ab. Das geht nicht. Was? Oh, jetzt geht's. Ach so.
Aber so um geht's nicht. Ich muss die blöde Armee erwischen. Da oben ist eine. Ach nö. Englischer Schweiß, na geil. Der Diplomat opfern. Finde ich ja nicht so toll. Echtes Geld. Muss ich zwar einen Kredit aufnehmen. Hungersnot. Nee. Hallöchen. Wichtig? Nee, da wichtig. Endlich. Sehr gut. Müsst ihr jetzt aufgeben? Immer noch nicht. Na fast. Ich hätte zwar lieber dein Geld gehabt. Aber wenn das nicht geht, dann machen wir das nicht. Die Armee weg. Wunderbar. Ansbach hat ein goldenes Zeitalter. Ich leider nicht. Boah. Nicht gut. Das passt, wie schaust du mit. Halt. Nein. 11 gefallen, sehr gut. Das passt auch. Ja, läuft doch. Müssen wir mal schauen. Können Frieden machen. Das Problem ist, ich hätte gern dein Geld. Wenn ich das hier oben weglasse. Stockaden. Also ich krieg nur 28. Nee, dann nicht. Nehme ich alles. So. Schuh gehört es nur was gut, ja. Ich hoffe, ihr könnt es gleich konvertieren. Ja. Dingens machen, ne? Weiß schon. So, haben wir einen da? Ja. Das hätte ich gern. Mag noch nicht. Dann gehen wir in den Pazifik. So. Ja, Krieg stört halt, ne? Da kommen wir nicht hin. Ah, hier. Kastilien überall, ey. Oh, Armee-Professionalität. Sehr schön. Oh, Holland hat keinen Thronfolger. Als wenn ich da einen reinbekommen würde, das wäre klasse. Sieht aber nicht so aus. Muss ich auch mal wieder Beziehung verbessern. Ja.
Was haben wir gesagt? 18. Und 8. So. Ein bisschen ja mehr aufstocken. Na, dann bald Krieg führen müssen. Was? Oh. Ich sehe nichts. Ah, Preußen hat Frieden gemacht mit Brandenburg. Ah, okay. Heißt das BIM-Protokoll in Geldern geht eigentlich? Ach, ihr seid noch im Krieg. So, machen wir das mal noch schnell, bevor das wieder eskaliert. Ah, jetzt ist hier die Korruption mal weg. Sehr gut. Verdien mir wieder Geld. Bin begeistert. Rufen wir den mal ab. So. Versuchen wir nochmal Frieden. Die Firma dankt. So, wäre es auch mal erledigt. Müssen dann hier unten aufräumen. Könnt ihr hier jetzt Staaten draus machen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ungünstig. Den rufen wir mal hier rüber. Na, ich möchte dann gerne Krieg führen. Bei Gelegenheit. Wackische Nationalisten, ja. Bisschen kontrollierter Kurier. Wie geil ist das denn? Was? Das sind... Was? Zum Kastilien und Russland. Es wird Zeit für einen Nachfolger. Hätte ich mal gesagt. Oder einen Krieg. Ich glaube, Krieg wäre mir lieber. Wie schaut's denn aus, Frankreich? Wie gefährlich bist du mir? Oh, ich habe wesentlich mehr Armee, das ist schon mal gut. Dafür haben die einiges mehr Moral. Oder? Ja. Könnte man aber schaffen. Müssen wir meine Vorlage erstellen. 18. Hier. 8. Speichern. So. So, das heißt... Ich kann. Aber was kann ich überhaupt machen jetzt? Hier, ja, genau. Päpstliche Aktion. Kreuzzüge geht nicht mehr. Exkommunizieren kann man Salzburg. Möchte ich das? Schulden übernehmen? Nee, möchte ich auch nicht. Holland. Gott, die mögen uns überhaupt nicht. Nation beeinflussen? Nee, möchte ich eigentlich auch nicht. Das
Warten wir mal auf die andere Armee. Kassian hat kein Pech den Krieg erklärt. Das ist jetzt aber ungünstig. Jetzt noch da unten Krieg führen. Mir mal eigene Untertanen einen reinschicken. Ich jetzt den Krieg erkläre. Kastilien, Österreich ist aber Savoyen nicht, weil die selber einen Krieg kämpfen. Kastilien eine Armee hier? Ja. Das sollte doch machbar sein, oder? Muss nur mal eben warten, bis die hier fertig sind. Das ist Riga. Ah, jetzt. Retten meine Flotte. Da kommt sie. Ich hätte so gern Holland in der PU gehabt oder so. Das wäre schon cool. Ich glaube, das wird nichts. So, du bist auch da. Ich überlege gerade, ob ich ihn noch aufrüsten sollte oder ob das reicht. Eigentlich reicht das ja. Das denke ich mal. Das sieht man kaum, dass es besetzt ist. Ist das hier auch von Preußen besetzt? Mary, ein neuer Nachfolger. Ja, nicht gerade der Hit. Ich warte mal, bis Preußen seinen Frieden hat. Das macht die Sache dann leichter. So, hier brauchen wir dann noch Ansprüche. Was ist denn das hier? Könnten wir hier einen reinmachen? Ach nee, ist nur auf Bordeaux. Also hier wird echt viel nach unten rausgezogen, ne? Da haben wir einen, da haben wir einen. Da haben wir noch keinen. Gemacht, Frieden. Riga und Schweden, ah. Schon wieder ein Kardinalsminister? Nein. Oh. Ach stimmt, der hat aber Nachfolger bekommen. Ist, wenn der in Holland stirbt. Was passiert dann? Ein Waldeck kommt nach. Die können es leider nicht leiden. Oh. Tick 17. Oh, die sind eine Tick höher. Das ist natürlich ungünstig. Die ist nicht ganz unwichtig, obwohl es geht. Jetzt
Auf jeden Fall, die besseren Kanonen sind wichtig. Oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Die Sachen mir hier zu holen. So. Hilfe beim Klerus, neue Weltmission, Gesandt zum Papst. Dann hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen und eine kleine Spende. Oh, Aufhellung Hand ist minus 20%. Das ist schön. Sich natürlich gleich wieder auf die Korruption ausgewirkt. Ich glaube, ich warte noch hier die nächste Stufe ab. Da war es ein Aufstand, okay. Dann können wir das eigentlich mal konvertieren. Und ich werde noch die Gegenreformation reinmachen. Und das Ganze ein bisschen schneller geht. Einmal. Oh, wir haben sehr gute Nahkämpfer auf jeden Fall. Wie kann ich mal sagen. So, wir rüsten hier noch einmal auf. Ah, geht er genau auf. Dann sollten wir bald Starkblatt sein. Dann riskieren wir es mal. Ah, blöde Schmuggler. Leere Worte. Ach, ach, ach. Ach, nö. Wo kommen die raus? Skarberg, da oben. Dann gehen wir da hoch. Sollte reichen. Jo, wunderbar. So, gehst du nicht hier oben lang? Verstehe ich schon auch nicht so ganz. So. Truppen sind startklar. Hoffe ich. Preußen, wo ist deine Armee? Also von der Tech her ist das nicht so toll. Die sind eine höher. Aber eigentlich sollte das kein Problem sein. Hm. Böhm. Geldern. Ja gut, Geldern stört nicht weiter. Portugal. Na gut, es kann Kastilien machen eigentlich dann. Rufen wir den nach ab und dann schauen wir dann beim nächsten Mal weiter. Wir haben den Krieg gegen Frankreich mal endlich führen. Und hoffentlich schön weit schwächen. Bin ich mal gespannt. Also bis denn. Auf Wiedersehen.